mit Flair und Herzlichkeit. Hallo, ich bin Edith Fischer-Mende, bin 60 Jahre alt und wohne schon sehr, sehr lange hier auf der Friedrich-Wilhelms-Hütte. Und wir befinden uns im Moment auf dem Windgassenplatz. Und das ist mein Lieblingsplatz, weil es den schon gibt, seit ich denken kann und ich als Kind hier schon gespielt habe. Hier stand ein riesengroßer Bunker, hier war ein riesen Sandkasten, der also immer bevölkert war von all den Kindern, die hier rundherum wohnten. Ich finde es toll, dass er so eingebettet ist in die alte Kolonie und die alten Bäume noch stehen. Er hat sich im Laufe der Zeit oft gewandelt. Es war zwischendurch noch mal ein anderer Spielplatz hier drauf, nicht nur die Riesensandkiste. Der Bunker wurde irgendwann weggesprengt. Dafür kam dann der ganz, ganz alte Brunnen wieder dahin. Zwar auf die falsche Seite, der stand früher drüben. Aber er ist halt wieder da und hier findet nach wie vor einfach Leben statt. Leben auf der Hütte mit vielen Menschen, die sich hier treffen, zu Festen oder auch einfach nur so hier abends mal sitzen und quatschen. Und Weihnachtsmarkt ist hier, der Rosenmontagszug beginnt hier. Also hier findet einfach Leben statt und das finde ich hier toll.